willkommen, liebe Freunde, zu Willi will's wissen. Unser heutiger Gast ist in zahllosen Disziplinen absoluter Vollprofi. Ich zähle mal auf: Fußball, Frauenverschleiß und in Vitaminwasserproduktion. Außerdem gehört er zu den erfolgreichsten Twitch-Stars des Landes. Heute wird's lustig, denn wir testen sein Allgemeinwissen. Macht einen riesengroßen Applaus für Willi! Hi! Guten Tag, hallo! Super, einmal ganz kurz hinsetzen, genau. Also, wir bräuchten einmal ganz kurz das Körpergewicht. 78. Körpergröße. 1,80. Wie schätzen Sie Ihre Potenz ein, von 1 bis 10? 78. Macht ein BMI von 80. Super. Sie sind krank. Bevor jemand schreibt, muss man den kennen? Ich hasse diese Frage. Nee. Wer bist du? Was machst du? Ich bin Willi, 24. Ja. Lebe momentan in Mannheim. Du lebst deinen Traum zuallererst einmal. Auch. Das kommt danach. Ja. Und ansonsten muss man mich nicht kennen. Bevor wir auf das Spiel eingehen, liebe Freunde, schreibt euch jetzt mal in die Kommentare. Ist wirklich eine Kommentarfrage, die mir im Herzen liegt. Wen von uns beiden findet ihr süßer? Mit Begründung. Die beste Begründung würde ich sagen, gewinnt ein kleines Date, oder? Oh ja. Auf meine Kosten, egal wen ihr wählt. Wir haben heute ein tolles Quiz für dich vorbereitet. Und zwar heißt das Quiz Willi will's wissen. Wir haben es schon angeteased. Es geht ein Gerücht rum in der Szene, dass du extrem intelligent bist. Dass dein Wissensdurst schier unstillbar ist. Genau. Ja, das trifft. Weil das ist wirklich, wir haben mit verschiedenen Leuten gesprochen und alle kommen nur zu einem Fazit. Du bist extrem schlau und wissbegierig. Und das werden wir heute auf die Probe stellen. Kommt ja auch nur von schlauen Leuten. Runde 1. Willi will's wissen. Runde 1 ist das Themengebiet Sonnensystem. Frage: Welcher Planet besitzt einen Mond mit dem Namen Titan? A. Saturn. B. Uranus. C. Jupiter. D. Venus. Gute Frage. Gute Frage. Du bist auch sonnensystemtechnisch extrem gebildet. Was für ein Sternzeichen bist du? Widder. Okay, Kopf durch die Wand, ehrgeizig. Ja, du bist geboren im Aszendenten Steißbein und bist im Jahr der Honigwabe geboren. Genau, und das ist mir wichtig. Ich glaube auch daran. deswegen würde ich sagen, es ist der Jupiter. Das ist vollkommen falsch. Es ist der Saturn. Ich wusste es. Der Saturn. Das runde Ding mit den Ringen. Das bin ich auch übrigens. Ebenfalls nicht von diesem Planeten ist dein Erfolg. Was macht dir am meisten Spaß an einem Job, an deinen Jobs und was nervt? Ich glaube, dass ich Geld verdiene mit dem, was mir Spaß macht. Das ist ja ein Privileg. Also, deswegen gibt es da nichts, wo ich irgendwo dran meckern kann. Und was nicht so cool ist, ich glaube, dass es da draußen so viele Leute gibt, die der Meinung sind, dass sie es besser wissen oder besser können. Die Frage ist, warum machen sie es dann nicht? Richtig. Willkommen in Deutschland. Hier meckert jeder, ihr Neider. Aber wie kommst du an diesen Kommentaren denn vorbei? Liest du dann einfach teilweise keine Kommentare oder kannst du das so gut ab, dass du dir durchlesen kannst, ohne dass du danach Bauchschmerzen kriegst? Also natürlich registriert tut man das immer. Aber ich glaube, es ist wichtig, von wem das kommt. Mhm. Und ich habe immer so ein perfektes Beispiel. Aufpassen. Ja. Ein Eisberg. Ihr seht immer nur den oberen Teil, aber nicht den unteren Teil. Und die Leute können meistens nur das bewerten, was sie sehen. Aber ich weiß ja, wie viel Kraft und wie viel Zeit ich das Ganze investiere. Deswegen kann ich meistens darüber schmunzeln, wenn dann irgendwie der Thorsten der Meinung ist, dass es daran liegt, weil ich mal streame oder so. Runde 2. Willi will's wissen. Themengebiet Schlangen. Was ist die längste Giftschlange der Welt? A. Garpoon Viper. Garpoon Viper. Ist ja ein B und kein P. Alles klar. B. Königskobra. C. Taipan. Oder D. Vielgebänderter Kreid. Thema Schlangen, bist du da bewandert? Nein. Hast du zu Hause exotische Tiere? Irgendwie eine Leguan? Eine Vogelspinne oder so, die dann Toast fütterst? Oder irgendeine faltige Ex-Freundin? Ja. Nee, keine Tiere, aber ich würde mit B gehen. Oh, du hast gesagt B und die Königsgrube und das ist völlig richtig! Nichts, was mich verwundert. Auch Gegenspieler können manchmal giftig werden. Bist du ein Trash-Talker auf dem Feld? Ja. Nee, sag mal so, was sagst du es in die Ohren oder gibst du mal so einen Kniff oder so? Naja, also ich würde nicht, also ich sag schon manchmal ein paar Sachen. Was sagst du denn zum Beispiel? Ey, du Drecksack oder was? Oder du bist schlecht oder so richtige Beleidigungen, die ins Mark gehen beim anderen. Ja, manchmal kommt auch so
du solltest dir jeden Abend eine Kerze anmachen, dass du überhaupt Fußball spielen darfst. Ah. Will ich gar nicht verstehen, den Satz. Ja. Der geht weiter, der beschäftigt dich nicht nur für den Moment. Check den jetzt, wenn du unter der Dusche stehst. Genau, nee, das sind so Sachen, die würde ich jetzt nicht äußern. Ja. Also gehen unter die Gürtellinie, aber alles immer noch im sportlichen Sinn. Ja, richtig. Gibt es auch Spieler, Gegenspieler, die dich aufgrund deines Fames erkennen und deswegen noch härter zu dir sind? Eigentlich muss ich sagen, sind alle cool. Ja. Also jeder, der mich irgendwie kennt oder mit denen, der meine Sachen verfolgt, die sind eigentlich alle richtig, richtig cool. Das kann ich auch mal so sagen. Hey, coole Jungs. Hey, coole Jungs, Bauer! Warst du nicht sogar Nationalspieler, als du jünger warst? Ja, ich war in der Jugend. Der hat das DFB-Logo getroffen. Ja, aber nicht in der Nationalmannschaft. Nee, aber Nationalmannschaft. Er ist Nationalspieler. Hast du dann einen Brief bekommen, wie wenn die Leute zu Hogwarts eingeladen werden? Ja, das war so cool in der Schule. Da kommt eine Straßentaube und war dann immer so, in der Schule, da bekommst du dann per E-Mail eine Einladung, dass du im Kader bist. Boah, und dann bist du immer zum Lehrer vorgegangen und hast es dann immer so gesagt, so vor den anderen Schülern, ich bin nächste Woche nicht da, weil ich bei der Nationalmannschaft bin. Gott, ne? Benni, ganz kurz salutieren vor ihm, ist das Einigkeit und Recht und Freiheit. Für ich stehe mit auf. Vaterland. Okay. Runde Nummer 3. Willi will's wissen. Das Themengebiet ist Religion. Buddha bedeutet übersetzt A. der Friedfertige, B. der Erwachte, C. der Heilige oder D. der Kluge. Also mit A würde ich gehen, weil, also das ist noch nicht die Antwort, ich erkläre euch jetzt meinen Gedankengang, weil das ist wichtig. Der Friedfertige heißt für mich, er schreit, es ist ein Zeichen des Friedens, der Buddha. Der Erwachte, kommt nichts. Kommt nichts an, passiert nichts an. Der Heilige, ja, weil der Buddha, ja, es ist der Heilige. Hast du so einen Buddha auch bei dir im Badezimmer stehen, so aus Gusseisen oder so? Nee, Kerze? Tatsächlich nicht. Okay, will ich hast mal du einen Steiß tätowiert, den Buddha, oder? Ja. Ja? Die Königskobra habe ich vor. Regenwurm. Was hast du genommen? Was hast du gedacht? Der Heilige. Nein, es ist falsch. Es ist der Erwachte. Aha. Wir beide treten bald aus der Kirche aus, wirklich. Die Frage ist, bist du religiös? Nimmst du uns das übel? Oder wie bist du? Nein, ich finde, Religion ist für jeden. Also, wie unabhängig ist ja dann der Glaube, an den du glaubst. Das hat man zu akzeptieren. Ob du daran glaubst, ist wieder was anderes, weil es liegt an dir als Person und deswegen macht euer Ding, Jungs. Ne? Religion ist Privatsache. Richtig. Wie holst du dich denn selbst runter und bist quasi der Buddha für dich selber? Was machst du, wenn du abschalten willst? Ich glaube tatsächlich, ich hole mich meine Freunde runter. Also so Personen wie... Ich hole meine Freunde runter? Okay. Ja, ist auch... Oh, ist das zu einfach. Ist auch kein Lachen, das ist einfach. Ja. Weil die müde sehen, wir drehen die um 10. Deswegen ist Benni süßer. Jo, danke. Schreib weiter in den Chat. Nee, meine Freunde, so Sydney, Eli, das sind so Personen, wo ich mal so meinen Alltag vergesse und die mir dann meist dann immer so, ja... Dir die Nacken mal unter die Arme greifen und mir einfach schöne Momente Macht ihr oft was zu dritt? Geht ihr oft zusammen weg? Oder ja, geht also Kino? So wie es die Zeit hergibt. Also ich wohne ja ein bisschen weiter weg, aber wir gehen gemeinsam in Urlaub. Wir waren jetzt auch gemeinsam im Urlaub. Wo wart ihr? Erzähl mal ein bisschen. In Los Angeles. Ah, L.A. Muss man sich leisten können. Nee. Wer ist der Fitteste von euch dreien? Also ich würde sagen, ich die Eins. Ja. Und danach wird gekämpft. Also deswegen würde ich trotzdem noch mit Sydney gehen, weil er Leistungssportler war und dann Eli. Aber das wird jetzt eine Diskussion. Ja, das wird Diskussion geben. Schreib den rein. Schreib rein. Wenn du es anders siehst, lösch schon den Part raus. Runde 4. Willi will's wissen. Themengebiet Chemie. Welche Eigenschaft trifft nicht auf Sauerstoff zu? A. Farblos. B. Gasförmig. C. Instabil. Oder D. Brennbar. Du bist in Chemie, bist du ziemlich gut, du hast deinen Crack schon mit 17 selbst gekocht, bist dementsprechend gut bewandert in diesen H2-7-Fachbereichen. Uran minus Sauerstoff ist gleich Gold. Ah, okay. Wir wetten das? Okay, ich verstehe. Er schafft's. Brauch eine Antwort. Ja, wir gehen mit Sauerstoff instabil. C. Richtig! Auch für die große Liebe braucht sie die richtige Chemie. Oh Gott. Wie sieht's an der Frauenfront aus? Du hast ja Frauenverschleiß, du hast einen hohen Bodycount, sagt man so schön in der Szene. Ja. Wie sieht's aus mit Frauen? Was machst du falsch? Warum beißt keiner an? Oder beißt einer an und will sich hier leaken? Können wir auch machen. Ja, dann. Nee, ich setze woanders momentan Prioritäten. Ja.
Und das ist der Sport, der Leistungssport. Der Leistungssport, so mein eigenes Wohlbefinden und da kannst du im Spielertunnel noch ein paar Leute wegmachen, ja, bevor du aufs Spielfeld gehst. Genau, ja. So. Du kriegst doch Liebesbriefe, Liebesbriefe bestimmt. Bei Instagram und Co. Könnt ihr uns übrigens auch folgen? Ja, also ich krieg täglich. Ich bin für dich gespielt, das Walla, dein Sixpack, als du Trikot aus war. Ich bin so nicht was. So eine, ne, aber ich kann anerkennen, wie jemand gut ist. Ja, ja, so, zum Beispiel. Das schön gesagt. Voll Ronaldo-mäßig, sowas. Ja, also die Nachfrage, das ist Angebot da. Ist da. Aber antwortest du dann auch auf solche Anfragen? Also tatsächlich bin ich sehr aktiv, ja, auf Instagram. Ja. Aber auch dann mit so dirty Fotos oder hast du da Schiss vor? Ich hätte da persönlich total Angst, irgendwas von mir zu schicken. Also ich finde das nicht ästhetisch. Ist. Also das, nee, Ding, ne, sieht von unten und von oben gleich aus. Mhm. Und das wird auch dann nicht größer oder kleiner. Deswegen, ich finde das nicht ästhetisch und, ja, falscher Ehrgeiz. Und falls es jemand da draußen wirklich macht, nie das Gesicht drauf. Weil dann kannst du dir erzählen, das ist der... Jürgen vom Sonntag. Richtig, vom Feintaxi oder vom Biertaxi. Und liebe Freunde, natürlich nur solche Dinge schicken, wenn ihr darauf also aufgefordert werdet. Nicht einfach so. Ja. Runde 5. Willi will's wissen. Themengebiet Anatomie. Wenn ein Mensch an Polydaktylie leidet, A, ist er stumm, B, hat er mehr als 10 Finger, C, ist er allergisch auf Sonnenlicht oder D, hat er nur eine Niere? Wählerweise. Wille gut. Ist er stumm? Ist ja so taub. Taubstumm. Taubstumm. Ist man, du hast nur Schmatzen, Schnalzen. Aber nicht stumm ist doch. Also, man kann doch nicht einfach nicht reden. Oder? Ja, deswegen, ja, du hast hier keine Familie. Klar, kann man einfach nicht reden. Das heißes Eisen! Okay. Hat mehr als 10 Finger, würde ich einfach nur dann sagen, außergewöhnlich. Mhm. ist allergisch auf Sonnenlicht. Macht für mich Sinn, weil ich kenne Leute, die allergisch gegen Sonnenlicht sind. Hat nur eine Mickey TV zum Beispiel. Oder? Genau. Ja. Ja. Mickey hat's nicht leicht mit der Sonne. Kommuniziert er auch ehrlich. Deswegen würde ich mit C wieder gehen. Leider völlig falsch und völlig daneben. Richtig ist Antwort B. Er hat mehr als 10 Finger. Krass. Das Gefühl haben meine Sexualpartnerin auch immer bei mir. Dirty! Um deine ganzen Jobs an zwei Händen abzuzählen, braucht man auch mehr als 10 Finger. Wann hast du das erste Mal realisiert, dass du ein Unternehmer bist? Ich finde, also ich finde... Immer noch nicht? Nee, mein Augen ist das immer noch sehr surreal, weil... Wie der Besuch heute hier, oder? Ja, also euch kennenlernen, ja, das war, stand ja alles nicht auf meine To-Do-List. Ja. Das kommt mir einfach so eingeflattert. Deswegen... Es ist schwer, mich so als großen oder kleinen Unternehmer zu betiteln. Hast du Druck? Fühlst du Druck auf den Schultern, weil du für mehrere Leute vielleicht verantwortlich bist? Ja, aber ich finde Druck was Positives. Mhm. Druck treibt einen voran und lässt einen nicht vergessen, dass man was machen muss. Mhm. Deswegen, wann habe ich es realisiert? Ich glaube, wo ich zum ersten Mal über jemanden richtig fluchen musste und den dann auch einweisen musste, dass das nicht so geht. Mhm. Sauber, du bist quasi ein Chef. Ein Eisberg. Mhm. Ihr seht immer nur den oberen Teil, aber nicht den unteren Teil. Und die Leute können meistens nur das bewerten, was sie sehen. Das war Willi will's wissen mit Willi. Wer ist der süßere Zwilling? Schreibt es in die Kommentare. Das Voting läuft gerade noch. Ja. Evelyn Bodecki sitzt am Telefon und nimmt weitere Anrufe entgegen. Kommen wir jetzt zur tollen Endcard. Und zwar oben ein Video des neuen Funkkanals Würfelbande. Ist das ernst? Ja, ist ernst. Hier dreht sich alles um spannende Pen-and-Paper-Abenteuer. Und unten gibt es die EDDS-Live-Ausgabe, in der Willi im letzten Jahr gemeinsam mit Joko zu Gast war. Macht's gut und bleibt, wie ihr seid.